willkommen zum musikalischen Wort. Heute ist der 19. Sonntag nach Trinitatis. Heute soll es um Heilung gehen. Die vielen Heilungsgeschichten in der Bibel, die malen uns ja oft ein ganz wunderbares Bild. Taubstumme können wieder hören und sprechen, Blinde können sehen, Lahme können gehen, die mit den bösen Geistern werden befreit. Klingt eigentlich wie im Märchen und gefühlt ist es das auch. Wer selbst schon schwer krank war oder ist oder jemanden pflegt oder gepflegt hat, der weiß aber, dass ein Gebet keine Krankheit heilt. Und so erscheint Gott tatsächlich für viele auch weit weg. Ich verstehe das, denn ich verstehe den Wunsch nach Heilung. Nun weiß ich aber auch, dass wir Menschen in dieser Welt alle dasselbe Schicksal tragen müssen. Von einem auf dem nächsten Moment kommen die Hiobsbotschaften und es wird dunkel in unserem Leben. Und deshalb glaube ich ganz fest, dass die Heilungsgeschichten Jesu uns etwas anderes erzählen wollen. Und zwar das: Wenn Jesus heilt, dann betrifft es immer den gesamten Menschen. Dann betrifft es auch und vielleicht sogar zuerst seine Seele. Und so fängt Heilung im Herzen an und im Kopf, im Vertrauen auf Gott. Denn mit Gott komme ich zwar nicht am Dunklen vorbei, aber besser durch das Dunkle hindurch. Ja, und vielleicht bedeutet Heilung dann vor allem, mein zerbrochenes Herz wieder zusammenfügen zu lassen und mit Mut und Kraft den anderen Teil der Heilung anzugehen, egal wie es am Ende ausgeht. Wir hoffen jedenfalls für alle, die das jetzt besonders brauchen, dass unser heutiges Lied dabei hilft. Wir singen Krüge aus Ton. Alle Scherben, alles Zerbrochene, durch deine Gnade wieder geheilt. Mit leeren Händen, doch nicht verstoßen, ich bin befreit, ich bin befreit. Barmherzigkeit, wie süß der Klang, der mich errettet hat. Oh, 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 ich war verloren, doch fand er mich, war blind, nun sehe ich.